Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 5. Staffel zur Folge Nummer 39 und yo, da habe ich mir ein schönes Ei gelegt mit dem Flughafen. Durchaus viel konstruktiv kritische Kommentare habe ich von euch erhalten zur Lage des Flughafens und auch zur Anhöhe des Flughafens und so weiter und so fort. Verstehe ich total. Das ist auch tatsächlich natürlich die große Preisfrage meinerseits gewesen, ob das einfach too much ist, ob das ein Fail ist. Aber jetzt steht das Ding und ich gebe mir weiterhin mal Mühe, das Ding schön abzurunden. Das dauert sicherlich noch 1, 2, 3 Videos und in der Hoffnung, dass ich da noch den ein oder anderen von euch überzeugen kann. Im Offscreen habe ich tatsächlich mal abends ein bisschen hier rumgebastelt, so eine Art Galerie schon reingebaut, die einfach diese massive Kante, diese Abrisskante von der Straße hier oben, so hier ungefähr, kaschieren soll, dass es nicht gefühlt 100 Meter runter geht, sondern nur 50 Meter, also halbiert wird der Abfall, die abfallende Kante. Und ich werde wahrscheinlich einfach nur Ingos Texturmatten raufsetzen und Bäume raufsetzen. Hier unten kommen jetzt gleich viele Häuser hin oder auf jeden Fall Häuser und dann sieht diese Abrisskante, diese starke fallende Kante vielleicht schön kaschiert besser aus. Also wir legen einfach mal los und als erstes müssen wir mal noch ein zweites Plateau reinbringen. Einfach erste Ebene hier unten, zweite Ebene hier zwischen und dann hier die Ebene der Gleise zu haben, was eigentlich keine Ebene ist, sondern eine Steigung. Wir machen mal. So, ob das das richtige Höhenmaß dieses kleinen Plateaus ist, weiß ich nicht. Ich habe es probiert mal auszutarieren, auszumitteln. Jetzt eine Straße drauf und dann geht es ans Gebäude setzen hier unten erstmal. Straße gesetzt und bevor wir hier wirklich doch noch anfangen, werde ich die Gleise mit Joe Freeds noch mit dem richtigen Dampf versehen. Auch recht moderne Textur sicherlich, ähnlich wie hier diese Galerie. Ja, so wird es sein. Ich probiere mal was. Gut. Damm unter den Gleisen erstmal eingebaut. So sollte das für den Moment passen. Jetzt geht es wirklich mal daran, ein paar Häuser zu setzen. So schaut dann mal ein erster Zwischenstand aus von den ersten Häuserreihen hinter der Galerie, hinter dem Gleisverlauf, sage ich mal, Richtung stadteinwärts. Als nächstes dann mal hier vorne noch probieren, dieses kleine Karree, die kleine offene Fläche zu schließen. Gucken, wie das wird. Gebäude gesetzt, Bäume gesetzt, noch eine Treppe reingehämmert. Das ist jetzt vielleicht halbwegs Fluchten von hier unten nach oben. Ja, so muss es wohl bleiben. Macht es Sinn, wenn wir hier noch die Straße austauschen gegen jene? Wird es denn besser? Ja, irgendwie gerade glaube ich schon, oder? Nochmal zurück. Wobei, die setzt sich irgendwie besser ab. Ich lasse die erstmal so. So, und dann machen wir jetzt mal viel Geländer. Hier die Treppe hoch. Vor allem am Bahndamm entlang. Und wahrscheinlich fangen wir dann langsam hier oben an. Mal auch die
Geländer zu setzen, hier die Texturmatten raufzuhämmern und da die Bäume dann noch raufzustellen, um mal zu gucken, wie denn das Gesamterscheinungsbild wird. So, Zaun am Bahndamm gesetzt. Jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Texturpinsel rüber, um mal die letzten Grashalme aus dem Damm zu entfernen. Ja, hier hinten, das Stück Textur gefällt mir auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe schon hin und her jetzt texturiert, wird nicht besser irgendwie. Wir gehen nochmal hier rein und gucken noch mal, wie weit wir das entfernen können, was so das maximal mögliche ist, wo es noch gut aussehen könnte. Bis hierher scheint es so. Dann haben wir nur noch einen ganz lütten, ja, bis hierher. Dann haben wir nur noch einen ganz lütten Rest Textur, der hier übersteht, aber das ist völlig verkraftbar. Gut, gefällt mir. Jetzt müssten wir hier aber auch noch mal schnell mit Joe Freeds die offenen Stellen zumachen. Moment. So ist zu, dann können wir uns eine Garnitur suchen. Ja, und von hier oben, so schaut es doch schon halbwegs solide aus. Ich habe noch nicht auf eine Problemstelle geleuchtet, das wäre die hier hinten. Das ist abartig. Ich habe da noch eine Idee, wie ich kaschieren kann, damit die Fläche weiter runterkommt, beziehungsweise das alles ein bisschen anders aussieht. Aber es ist nochmal eine riesen Fleißarbeit, werde ich jetzt nicht so schnell machen können. Dadurch, dass hier die Straße noch ansteigt, ist das Problem hinten nicht mehr so massiv. Hier sieht es eher schon solide aus, aber hier vorne bei der Einfahrt ist es ein Riesenproblem. So, wann kommt jetzt hier der richtige Zug, mit dem wir mal hochfahren können? Wo ist die andere Garnitur? Der Talent, genau, der fährt da drüben gerade erst los. Schwingen wir uns mal rein. Und wir hängen uns mal hier vorne die 218 dran, nur für den Moment, weil ich weiß, hier haben wir eine solide Führerstandskamera, mit der können wir fix mal mit hoch oder rüber fahren. Rüber und hoch fahren, so. Hier fehlen auch überall Oberleitungsmasten. I know, muss noch gemacht werden. Hier fehlt es auch noch an Verzaunung, rechts und links, Unterfallschutz. Vielleicht auch Schallisolierung. Der Bahnhof, der viel zu lang ist, auch das, ich weiß, mal gucken, wann wir dazu kommen, den zu ändern. Habe ich gerade eben Schallisolierung eigentlich gesagt? Ich meinte Schallschutzwände, Mann. So, dann geht's jetzt mal hoch. Ja, und der Höhensprung da hinten ist schon extrem. Ach. Aber auch hier kann noch alles verkleidet, verschönbaut werden. Dann fällt es vielleicht später nicht mehr so ins Gewicht. So schaut das jetzt hier also aus, wenn wir hinten rumfahren. Links müssen wir gucken, ob wir noch Bäume setzen. Graffiti bestimmt, aber auch Bäume. Rechts hier entlang dieser Häuserzeilen finde ich gar nicht schlecht. Kann man schon so machen. Ist halt Großstadtfeeling. Ja. Und links muss halt noch ein bisschen Hand angelegt werden. Okay. Für den Moment passt es mal so für mich. Machen wir mal weiter. So, hier nehmen wir erstmal wieder die 218 raus. Zack. Dann kann der Talent wieder alleine weiterfahren. Ach Freunde, ich habe hier schon probiert, Bäume nochmal hinzusetzen, so auch bei der Anfahrt als Sichtschutz. Soll ich das nochmal tiefer bauen? Also nicht natürlich den ganzen Bereich, sondern tatsächlich in eine Stufe reinbauen. Das war auch mein kleiner gedanklicher Trick gewesen, den ich hätte nochmal anwenden können. Denn schaut das einfach nicht so aus, so schlimm aus.
Ich hab's mir eingebrockt, ich muss auch rausbaden, gell? Ich werd's so machen. Ich probier's auf jeden Fall nochmal. So, dann die alten Stützen mal alle wieder weg. So, dann die Stufe hier schließen. Okay, sieht jetzt auch nicht unbedingt schön aus, aber das lässt sich viel einfacher kaschieren. Und ich glaube, da sind wir fast fertig. Erstmal haben das hier ein ganzes Stück tiefer gelegt und das ist immer noch sauhoch. Ich weiß. So, hier hinten das noch schließen, wobei das brauchen wir gar nicht schließen. Da kommen ja Ingos Texturmatten rüber und die vorne haben wir schon dicht gemacht. Ja, ich mach mal weiter. So, das kleine Plateau mal fertig, ging fix, finde ich gar nicht verkehrt. Jetzt das große. So, Texturmatten sind drauf. Ein bisschen flimmert's. Ihr seht's, ja, wenn wir jetzt ordentlich Bäume raufhauen, dann erübrigt sich das vielleicht ein bisschen auch, das Flimmern zwischen Texturmatten und den Geofreeze-Elementen. Hier, da, aber ja, so ist es jetzt halt. Jetzt müssen wir erstmal einen Abschlusskanten ziehen, im Sinne auch eines Sounds, eines Runterfallschutzes, damit hier, ja, genau diese Kanten gut sind. Ja, dann geht's weiter. So, Freunde, kleines Update, so schaut die Geschichte gerade aus. Zufrieden bin ich nicht, aber am Ende, ich kann mit leben. Entscheidet selbst, wie ihr den Stand bisher findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ein bisschen Hand lege ich gerade noch an und baue noch hier und bastel hier noch so ein bisschen drumherum. Aber wenn man hier so entlang fliegt, ja, mir gefällt es schon besser auf jeden Fall. Es geht doch in die richtige Richtung. So, und ich werde hier dann noch ein paar erste Zäune einziehen, damit der Flughafen so langsam gesichert wird. Bevor ich das mache, hier muss ja auch dann irgendwie zwischen Gleis und hier der Straße auf jeden Fall ein Zaun hin, setze ich immer noch auch ja, richtiges Mauerwerk ein. Dafür ziehe ich hier aber einfach auch noch einen Gleis mit rein, so wie wir es schon an vielen Stellen getan haben, was denn so ausschaut. Damit wir hier noch ein bisschen Land gewinnen, so solide und dann entsprechend gekonnt mit Geofreeze die ganze Geschichte bearbeiten. So, Mauer mal hingestellt, dann an der Stelle jetzt ein Stück Zaun überall verarbeitet. So, Zaun mal hier oben an der Flughafenstraße gesetzt. Grundsolide, denke ich. Da gibt es nicht viel zu sagen. Und in irgendeinem chinesischen Zaunpaket ist ein ganz geiler Zaun drin, der hier, den ich hier am Flughafen verbaut habe, der gefällt mir schon sehr gut. Der ist halt wie gemacht für den Flughafen, wenn er denn auch auf der Seite ein paar chinesische Schriftzeichen drauf hat. Mich stört es nicht, von daher ist es eine feine Sache. Und auch hier hinten von Mad Hatter noch das Torpaket, das eine. Damit kann man wunderbare Ein- und Ausgänge bauen hier, so Nebeneingänge für Löschfahrzeuge, Sicherheitsfahrzeuge, sonst was. Am Flughafen auch das passt. Okay, wir machen mal ein bisschen noch weiter. Ein paar Busse, ein paar Autos, ein paar Bäume. Vielleicht kriegen wir hier auch noch was ja, mit Geofreeze fix hingemauert. Und dann sind wir wirklich fast am Ende für heute.
So, ein bisschen Flora, also ein bisschen Baum, ein paar parkende Autos, ein paar parkende Busse, ein Pissoir für die Busfahrer, kleinen Imbiss. Mal hingesetzt, ein paar mehr Zäune noch. Die letzten Joe-Freeds-Elemente hier unten an der Straße. Vielleicht wisst ihr, wo ich meine, habe ich nicht hingesetzt. Da habe ich einfach eine Betontextur erstmal raufgepinselt. Muss mal sehen, gefällt mir noch nicht. Ansonsten hier auch weitere parkende Autos. Und jetzt geht mir die Luft aus. Das soll es für heute gewesen sein. Am Flughafen selbst gar nichts passiert heute. Ist halt so. Aber Freunde, für alle die noch gehofft haben, dass sich was ändern wird, er wird weiterhin existent bleiben. Ich glaube noch daran, dass das ein Weg ist, der vielleicht nicht der beste Weg ist, aber ein Weg, den man schon einschlagen kann auf dieser Map. Von daher, ja, arbeite ich in diese Richtung weiter. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen die richtige Textur hier reingepinselt und an dem Hauptgebäude, am Empfangsgebäude, stehen jetzt schon ein paar erste Busse mal, einfach so platziert. Hier hinten von den Bussen her, ja, haben wir eben schon gesehen, den Air France, immer in den alten, finde ich sowieso nice. Der passt auch gut zum Flughafen, gell? Und ja, ansonsten glaube ich, gibt es nicht mehr separat zu erwähnen. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür schon mal. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checo. Servus!